Willkommen in so einem Wald. Das ist Pfingsttour. Ich bin Alex, das ist der Sören. Es regnet. Und wir sind nass. Wir sind schon eine Stunde unterwegs oder sowas. Haben schon ein paar Kilometer gemacht hier quer durch den Wald. Das Regencape ist zum Trocknen aufgehängt an einer kleinen Kapelle, wo wir gerade kampieren. Und ein bisschen was gegessen haben. Es ist so 15 Uhr. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und es regnet immer mehr. Aber das wird gut. So ist das Wandern. Der Regen hat ein bisschen nachgelassen. Ja, und wir gehen weiter hier quer durch den Wald. Sieht ganz urig aus hier neben uns. Das da, das ist Milka. Unser Survival-Hund. Genau, naja, kannst du das essen. Bisher die Ausrüstung trocken, wir sind ziemlich feucht. Die Schuhe halten, super geil. Ja, auf dem Weg. Brutale Waldwege. So, jetzt kommen wir zum Shelterbau. Wir sind jetzt den ganzen Tag durch den Regen relativ nass geworden, haben uns jetzt erstmal ein bisschen umgezogen. Ja, aber wir sind in unserem Shelter angekommen und haben erstmal hier ein bisschen unsere Sachen aufgehängt. Der Hund wird gerade mal gebändigt. Wir haben schon sehr gespannt. Das wird unsere Unterkunft. Und ich würde das machen. Gleich mehr. So, unser Zelt ist errichtet, das Feuer brennt und es regnet. Es ist total toll heute. Es ist einfach nur ein Regentag. Hier der Feuermeister kümmert sich, dass wir es wenigstens gleich warm haben. Und ansonsten unser Zelt. Das ist einfach ein Tarp, das wir hier gespannt haben. Mit Wäscheleine, die total ineffektiv ist, weil es regnet. Aber das macht nichts. Es ist trocken. Hoffe ich. Ja doch, es ist trocken. Also es ist ganz gemütlich. Und ja, die Nacht kriegen wir irgendwie rum. Ich habe keine Lust mehr, nass zu sein. Ja. So sieht's aus.
kümmert sich um das Licht. Wir haben noch nette Mitcamper jetzt gefunden. Die haben mir erzählt, wo die stehen. Und ansonsten haben wir schon mal hier Sau erlegt und Wurst gemacht. Der echt lecker ist. Hatten eben schon Kaffee hier mit unserem selbstgepfarfeten Feuer. Und ihr werdet es nicht glauben, es hat auch plötzlich regnet. Das lässt sich echt gut aushalten im Moment. Ja, die Laune ist besser. Schnell da stehen. Hat doch jetzt nicht gehalten, den letzten Regenguss. Wir essen jetzt erstmal. Dann gucken wir, was die Nacht so bringt. Genau, also, wunderbar. Es ist jetzt ungefähr 6:30. Ich bin gerade aufgewacht. Ich habe sehr gut geschlafen die Nacht. Aber das Tageslicht hat mich dann doch geweckt. Ich habe das Feuer schon mal in Gang gebracht. Wir wollten um 10 aufbrechen, wir sind um 10 aufgebrochen. Ja, gehen jetzt erstmal kurz ein Stück Querfeld ein, bis wir auf unseren Weg treffen. Und die Sonne scheint, das ist natürlich eine Wohltat nach dem gestrigen Tag, wo es so geregnet hat. Wir sind uns gerade auf einer herrlichen Lichtung. Es ist echt schön hier. Und wie gesagt, wir müssen sagen, auch das ist toll. Weil der Hund knallt mir wirklich über die Füße. Ja, dann gehen wir mal weiter. Heutigen Tagestour, aber jetzt geht es fast nur noch bergab, mit einer kleinen Ausnahme später. Und heute haben wir mal die ersten Ausblicke hier über den Hunsrück